Ist das gerade über Wasser gelaufen? Jo, Luvion! Warst du eben nicht so cool? Ich habe nur einen Blick riskiert. Ich dachte, ich hätte es gesehen. Auf den Rillen rennt. Das ist wunderschön und fabelhaft. Es rennt durch Städte und Straßen mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Es ist wundervoll. Ich möchte ihm von nahen sehen. Ich habe mich entschieden. Ich kämpfe wie ein Trainer, um mir seinen Respekt zu verdienen. Auf, Luvion, lass uns... Was? Was? Warum? Wo ist denn da die Logik? Schnösel möchte kabeln. Und setzt sein Traumauto ein. Ja, so siehst du auch aus. Kubino töten. Was ist das hier bitte für eine Underperformance? Setz Apollo ein. Möchtest du wechseln? Ja. Denn Arashizumi hat schon lange nichts mehr gemacht. So, Arashizumi, wie wär's denn mit einer Glut? Weil was anderes kannst du gerade eh nicht machen. Wie schade. Wieso habe ich das blöde Gefühl, dass du mir einfach gleich um die Ohren fliegst? Weil ihr das immer so macht. Sei doch nicht so selbstdestruktiv. Schwein gehabt. Hätte der Donner getroffen, wäre ich weg. Ich hasse es, das zuzugeben, aber du hast gewonnen. Du bist Wahnsinn, Luvion. Darum sind dir Pokémon so zugetan. Jetzt weiß ich's. Ich werde weiter nach ihm suchen. Ich bin sicher, dass ich ihn eines Tages begegne. Man sieht sich. Boah, wo ist das Pokémon Center? Ich habe keinen Bock mehr. Center, nicht Arena. Hast du schon nach den Pokémonia getroffen? Er gibt immer mit seinen seltenen Pokémon an. Na, der Typ. Die Trainer der Pokémon-Arena sind richtige Schlägertypen. Wenn ich dort rumstehe, schnappen sie mich. Ein Tipp, der Leiter setzt gerne Kampf-Pokémon ein. Du solltest ihn mit Psycho-Pokémon überraschen. Besiege seine Pokémon, bevor sie ihren Kampfkraft einsetzen. Und die Felsen in der Mitte der Pokémon-Arena räumen sie aus dem Weg. Sonst wirst du den Arena-Leiter nie erreichen. Hast du dich verschoben, verlasse die Arena. Ich nehme einfach Golbat und gut ist. Ich liebe es, mit meinen trainierten Pokémon anzugeben, du einfach nicht. Ich werde einige Kämpfe bestreiten, um mit meinen Pokémon anzugeben. Ach, ihr seid alle so ätzend. Okay, Kubino. Du sollst die Arena eigentlich ganz gut alleine reißen können mit 35 Flügelschlag. Dein Pokémon scheint es gut zu gehen. Bedrückt dich etwas? Dem Pokémon vom Leuchtturm geht's nicht gut? Ich hab's! Das sollte das Problem lösen. Yay! Luvion steckt Geheimtrank in Basis-Items. Mein Geheimtrank ist sehr stark. Ich biete ihn nur in Notfällen an. Sehr schön.
500 Jahre vor der Tradition, Apotheke von Anemonia City. Gerne erwarten wir Ihre medizinischen Fragen. Du hast das Meer überquert, um hierher zu kommen? Das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher gewesen, wenn deine Pokémon Fliegen einsetzen könnten. Ohne den Orden der Stadt ist Fliegen nutzlos. Wenn du den Arenaleiter geschlagen hast, besuche mich wieder. Ich werde dir dann ein Geschenk überreichen. Oh, du bist aber nett. Hartwig, der Arenaleiter steigt gerne mit Pokémon in den Ring. Auch noch ein Irrer. Ich bin schockiert. Ein Junge in deinem Alter, mit stechenden Augen und langen Haaren, kam hier rein. Er hat mich gezwungen, ihm meine preisgekrönten Pokémon zu geben. Ich habe zwar noch eins übrig, aber was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Du siehst stark aus. Willst du auf mein Pokémon aufpassen? Ja. Okay, ich danke dir. Bitte pass gut darauf auf. Aha. Eine Beere, die können wir im Mülltank reinstopfen. So, Modri ist auch weg. Ha, Modri. Du kommst von Evidania City? Hast du auf dem Weg hierher die vier Inseln gesehen? Ich habe gehört, dass sich dort ein mystisches Wesen verstecken soll. Naja, viel gesehen habe ich davon nicht. Man sagt auch, dass man es nur sehen kann, wenn man einen Silberflügel hat. Er muss denselben Geruch wie diese Kreatur haben. Dann gib mir einen. Ich hörte, dass die Strudel um die Insel von der Meereskreatur verursacht werden. Es könnte eine Spezialattacke bedürfen, um sie zu platzieren. Ja, so wie du aussiehst, besuchst du bestimmt ein Wort wie bedürfen. Die Felsen nördlich der Stadt können zerschmettert werden. Vielleicht findest du etwas unter ihnen. Deine Pokémon können Zertrümmerer einsetzen, um sie aus dem Weg zu räumen. Sofern ich Zertrümmerer, ja. Setzt du Fliegen ein, kannst du direkt von hier aus nach Olivianus City reisen. Und überall anders hin. Fotostudio von Anemonia City. Machen Sie schnell. Okay. Deine Pokémon sind großartig. Wie wär's mit deinem Foto als Souvenir? Okay, und jetzt sag Tschüss. Welches soll ich denn fotografieren? Na komm, Kubino, du bist immer sehr, sehr okay. Beweg dich nicht. Druckerfehler 2. Lies dein Gamer-Printer-Handbuch. Okay. Kein Foto, schau mal wieder vorbei. Scheiß Printerfunktion immer. Hat ihn jemals irgendwer benutzt? Poko-Orakel voraus. Ich sehe alles. Ich weiß alles. Gewiss kenne ich deine Pokémon. Du trafst Kubino hier. Route 30. Die Tageszeit war Nacht. Sein Level war 3. Ich bin gut, oder? Übrigens. Es scheint gewachsen zu sein. Kubino wird immer selbstbewusster. Ja, natürlich. Irgendwo muss ich ja mal abfärben. Gut, der schnellste Weg zurück führt also durch diese Arena. Mein Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Hast du gehört? Das war das Band, das gerade zerrissen ist. Hast du nicht gerade im Plural gesprochen? Okay. Kittli! Was machst du mit deinem Fuß? Das sieht seltsam aus. Hey, Kubino. Flügelschlag. Welch Wunder! Das ist unmöglich. Findest du? Ich unterhalte mich hier gerade. Wir Meister der Kampfkunst haben vor nichts Angst.
Wie steht's mit Batman aus? Sieht's mit Batman aus? Jeff. Schick Nocturne. Kubino? Flügelschlag. Da, fast. Schockierend. Es scheint, als stündest auch du und dein Pokémon sehr nah. Ja. Kampf-Pokémon fürchten sich vor Psychoattacken. Ach, scheiß auf Psychoattacken. Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste sprechen. Aber Kubino hat keine Fäuste. Schwarzgurt Peter möchte kabbeln. Und schickt Machalo in den Kampf. Machalo. faszinierend es ist. Flügelschlag. Ups, kaputt gemacht. Yay! Kubino reicht 33. Und Machok. Ja, warum nicht? Okay, Machok wurde auch besiegt. Schwarzgurt Peter wurde besiegt. Und ist sprachlos. Ich habe verloren. Ich bin sprachlos, sage ich doch. So, ein Pokémon könnte das vielleicht bewegen. Möchtest du Stärke einsetzen? Aber natürlich, More Lady setzt Stärke ein. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Stimmt. Ein Pokémon kann ausrichten. Singular. Oh Gott, drei Stück. Tim schickt Mankey. Mankey. So, das wird eine A-Session. Flügelschlag. Da ist auch ein A drin. Im Mankey ist kein A drin. Deswegen ist Mankey jetzt kaputt. Kubino ist ein Golbat. Das zählt. Oh. Er abt sein G mit einem Rasarf. 2A. Mal gucken. Flügelschlag. Nee, auch das bringt nicht wirklich was. Komm, kriegst du eine 34 vorm Arena-Leiter? Das wäre geil. Na, mit dem Mankey wird das nix. Komm, du verdienst jetzt das Fliegen, was du gleich hast. Warte mal, du kannst gar nicht fliegen, scheiße. Golbat kann gar nicht fliegen erlernen, fällt mir gerade wieder ein. Ich habe mir das mal angeguckt in der Liste. Ah, nein. Du hast es also bis hierher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin, nicht so wie Rocco. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf! Da, jetzt hast du dich erschreckt. Wie? Es hat nichts mit Pokémon zu tun, das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Und Ladies and Gentlemen, damit sind wir im Arena-Kampf um Anemonia Cities Faustorden. Leiter Hartwig möchte kämpfen und hat zwei Pokémon dabei, die er gegen das Kubino, also known as Golbat, von Lugia in den Kampf schickt. Er startet mit einem Rasarf, denn wir haben schon festgestellt, zwei A sind besser als keins. 27, wird Kubino dagegen halten können? Kubino hat immer noch Flügelschlag übrig, und zwar 28 Stück, und es greift an! Ja, die Attacke ist sehr effektiv und Rasarf ist mit einem Schlag besiegt! Kubino erreicht das nächste Level, 34, es wächst und wächst und wächst, wer hätte das erwartet? Damals, als wir es als Zubat auf Level 3 gesehen haben. Und jetzt setzt Tatmut ein Quappo ein, wird jetzt gewechselt. Na, ob das ausreicht? Es hat Kampfattacken drauf, eindeutig, aber ist es nur Wasser oder hat es auch noch Kampf?
Fähigkeiten, Intos. Level 30 wird auf jeden Fall ein harter Brocken für Kubino. Und da scheitert der Flügelstar. Kein One-Hit-Kill. Was wird passieren? Quapo benutzt Willenslaser und nimmt Kubino in Fokus. Aber Kubino schlägt gleich wieder mit den Flügeln zu und es reicht. Die Attacke ist sehr effektiv. Quapo wurde besiegt und somit ist der Kampf sofort vorbei. Kubino fast wieder auf dem nächsten Level und Leiter Hartrich wurde besiegt. Ich hab verloren? So schnell? Wie wär's damit? Du bist des Hauses ordenwürdig. Ja, und jetzt geh raus, bevor du so wär... Boah. Lugion hält den Faustorden. Durch den Faustorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Gilt auch für Getauschte. Außerdem können deine Pokémon Fliegen außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, nimm auch dies. Das ist Wuchtschlag. Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirrt er den Gegner. Tja, klar, dann gehe ich mal wieder, ne?